Lauf, Thomas. Lauf. 15 Sekunden. Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen heute auf der Map Sea Games, Teams verboten, und heute habe ich den Replay Mod mit dabei. Was ich noch am Anfang sagen möchte ist, es kann sein, dass wir keinen Ingame Sound haben, weil ich gerade teste, also zusätzlich mit OBS die Audio aufnehme und mit Audacity, und ich testen möchte, ob es wirklich an OBS liegt oder an Audacity, dass teilweise meine Audio so richtig hardcore asynchron ist und ich dann danach irgendwie immer so 30, 40 Stunden, ist natürlich übertrieben, aber immer das alles nochmal neu richtig synchronisieren muss und dann im Video wird es wieder asynchron, und ja, das ist halt echt ultra nervig. Oh mein Gott. Oh, hier kommt, glaube ich, jemand. Nein. Okay. So. Bisschen runterkommen. So. Aber da vorne sind dann doch noch zwei Leute. Vielleicht schnappe ich mir die dann auch noch so. Oh, oh. Ja, oh nein. Da, der schießt mich mit dem Bogen ab. Nice. Läuft bei ihm. Er hat keine Pfeile mehr. Das finde ich gut. Ja. Ich gehe da mal weg, ne? Ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Auf jeden Fall, der Replay-Mod. Was macht dieser Mod, wenn das jetzt viel in eurem Kopf vorgeht? Und zwar, der Mod zeichnet quasi Minecraft auf. Oh mein Gott. So, wir leben. Und jetzt ganz schnell nach oben. Ganz schnell nach oben. So, ich bleib hier. Tschüss. Meldet euch nie wieder bei mir. Ich wohne hier nicht mehr. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, der Replay-Mod zeichnet einfach dein komplettes Spielgeschehen auf. Das heißt, man sieht alles von anderen Spielersichten bis auf einfach andere Perspektiven von dir. Und, oh mein Gott, da ist jemand. Oh mein Gott, Leute. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine langweilige Situation habe, könnte ich diesen, Kill hier einfach einfügen, dass ihr den seht, und dann könnte ich rübergehen und dann mit der Person kämpfen. Also versteht ihr, was ich meine? Nee, nee, du. Wenn du glaubst, ich lege mich mit dir an, dann hast du falsch gedacht. So. Vor allem kann man somit auch im Nachhinein einfach viel, 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 viel mehr Effekte hinzufügen. Die Mod hatte auch schon. Mein Glück, einfach nur, dass er so halbwegs AFK war, sonst hätte ich den wahrscheinlich mit seinem Equipment nicht bekommen. So, und eine schicke Hose. Außerdem können wir uns noch ein Eisenschwert machen. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal Richtung Spawn, holen uns ein wunderschönes Eisenschwert, so. Zwei Feuerzeuge kann ich auch noch zusammen craften hier. Aber scheiße, ich habe gar keine Sticks. Oh nee. Ich kann mir gar kein Eisenschwert machen, weil ich habe keine Sticks, oder? Zwei. Ihr seht das immer besser als ich. Im Nachhinein sieht man sowieso immer als YouTuber weniger als die Spieler, weil die achten natürlich auch auf viel mehr. Ja. Zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, wo die Spieler sind. Mit dem Replay-Mod kann ich euch aber zeigen, was zum Beispiel gerade andere Spieler machen, oder wenn mich jemand tötet, die Sicht von einem anderen Spieler und so weiter. Von dem her finde ich, dass die Idee mit diesem Replay-Mod einfach mega toll. Okay, hier ist ein Spawner. Läuft bei dem. Wir haben drei Pfeile noch bekommen. Wie haben wir denn vier? Okay, vier Pfeile. Ist auch nicht unbedingt die Welt, aber ja. Vielleicht, ich würde mir halt echt wünschen, noch einen Stick zu bekommen, weil das wäre halt natürlich echt Premium. Und vor allem für Projekte wie Leben wäre dieser Mod perfekt gewesen. Man kann viel mehr Roleplay-Folgen machen und das Ganze erleichtert einem halt alles enorm. Und jetzt schreibt mich jemand auf Steam an, das finde ich natürlich ebenfalls wirklich Premium. Soll das nochmal passieren, dann muss ich Steam schnell ausmachen.
Denn, wie ihr wisst, ich nehme ja alle Freundschaftsanfragen auf Steam an, aber manchmal gibt es so Leute, die mich dann dazu spammen und zu spammen und zu spammen. Wenn ihr wisst, wie ich das deaktivieren kann, dann meldet euch bei mir. Ich habe keine Ahnung, wie das geht so. Okay. Vor allem, dann habe ich auch echt Bock, mal auf den Subserver was aufzunehmen, wenn man dieses Replay auch einfach gut als Roleplay benutzen kann. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon vor mir, was man da einfach für Möglichkeiten hat. Das ist ja unnormal. Vor allem, man hat ja an sich sowieso schon viele Möglichkeiten in Minecraft, wenn man das mit anderen Spielern macht und so weiter. Aber das erleichtert halt einem alles. Ich meine, wenn du das alles nicht selber machen musst mit anderen Spielern, dann ist das doch viel, viel besser und erleichtert einem doch die komplette Arbeit. Also, ich sag einfach nur, great, great, great. So, jetzt gucke ich mal hier. War doch auch irgendwo eine Kiste, oder? Hab ich mich da vertan? Das kann natürlich sein. Ich dachte hier wirklich, ohne Witz, ich dachte hier wäre eine Kiste. Aber hier ist keine. Man sieht einfach, wie gut mein Gedächtnis ist. Und zwar nicht gut. Okay, und gerade ran ich rum wie so ein hyperaktiver Vogel. Komm hoch hier. So, zack. Perfekt. Hier hoch. Nice. Vor allem, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo eine Kiste übersehe, die aber im Replay-Mod sehe, kann ich die nochmal einblenden, damit ihr einfach mal nochmal seht, wie dumm ich eigentlich bin, dass ich die nicht gesehen habe. Also, man kann echt sehr viel Cooles machen. Oder diese Slow Motions und so weiter. Also, ich bin selber gespannt, wie das Video wird. Wenn es euch natürlich dann auch gefällt. Ich habe einen Stick. Ich habe einen Stick bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ab in die Mitte. Ab in die Mitte. So. Also, wenn euch sowas gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich das auch weiß. Okay. Ich glaube, hier ist die Mitte. Da, wo der Drache ist. Ich habe... keine Ahnung, ich kenne mich auf der Map überhaupt nicht aus. Deswegen, vielleicht ist aber auch nur auf dem Boot hier was. Oder, ja, na klar, die Mitte muss hier vorne irgendwo sein. Aber ob sie hier ist, Leute, das weiß ich nicht. Und das Deathmatch startet schon. Nein. Ohne Witz, ich glaube, bis zur Mitte schaffe ich es nicht mehr in 60 Sekunden, glaube ich. Oh, nee, ich schaffe das nicht mehr. Doch, ich schaffe das. Okay, ich schaffe das, Leute. Ich beeile mich. Aber ich hänge halt die ganze Zeit, weil ich runterfalle und nichts kann. Scheiße. Nein, Leute, ich muss das zur Mitte schaffen. Ich will doch noch ein Schwert. Okay, hier hoch, zack. 30 Sekunden, okay. Das könnte gerade extrem knapp werden. Vor allem mit meinen Sprungskills. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gerade mehr als angespannt. Okay, ich sehe es. Ich sehe die Mitte. Lauf, Thomas. Lauf. 15 Sekunden. Nein. 10 Sekunden. Und jetzt steht dann gleich so da 5, 4, 3, 2. Und ich hab's noch geschafft, Alter, in der letzten Sekunde. Alter, und der hat mich beobachtet. Das ist ja das Lustige. Geil, ich habe mir selber damit Schaden gemacht, aber scheiß drauf. So. Ich glaube, ich staub den einfach mal ab hier. Oh nein, ich stecke fest. Nein, und, oh mein Gott, ich will da unbedingt nicht reinlaufen, ne? Das ist halt, okay, er brennt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, es kann... noch was werden, ja. Es ist noch nicht vorbei. Katniss! Katniss! Du kannst das schaffen. Ich habe noch ein paar Pfeile. Nice. Ich kann natürlich jetzt hier auch... nein! Und jetzt vielleicht noch ein... nein, ich werde sterben. Oh mein Gott, doch nicht. Aber jetzt... Was war das denn für eine Aktion?
Und GG, aber ich meine, hätte er nicht... Was, tja. Das wollte ich jetzt auch noch ganz kurz sagen, weil wir einfach wieder diese Aktion hatten. Zuerst, weißt du, ich finde dieses Verstellen für YouTuber, Leute. Ihr seht euch dann selber in der Aufnahme, wenn ihr euch das anschaut. Und eigentlich müsste euch das mega peinlich sein, zu sehen, dass ihr zuerst so ein bisschen provokant schreibt, so, tja, hast du halt verloren oder so. Aber dann, wenn man dann den Namen liest, als YouTuber gleich schreiben OMG, OMG oder Aufnahme oder irgendwie sowas. Wisst ihr, Leute? Verstellt euch doch nicht. Wenn es so ist, dass ihr die Aktion scheiße fandet oder low oder Hacker oder was weiß ich, verändert die doch nicht, nur weil ich ein YouTuber bin oder nur weil das ein lila Namen ist. Das seht ihr eigentlich mal, wie, ich sag mal so, farbengesteuert ihr eigentlich seid. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein positives Bewertchen da. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.